Roger Bruse, Donnerstagabend, 2 Tage vorm Start in die Rückrunde, finale Training hier. Wie viele Leute sind hier? Was macht ihr heute? Ausgerechnet in Lindow? Ja, wir sind knapp 15 Leute jetzt hier. Sonst die Tage waren wir immer ein paar mehr. Das hat ein bisschen mehr gefetzt, weil wir 11 gegen 11 spielen konnten. Das ist natürlich ein bisschen dichter am Spiel als jetzt, aber wir nutzen das, was wir jetzt haben. Du sagst gerade, wir sind jetzt hier in Lindow, nicht in Zehdenick, weil der Kunstrasenplatz dort gibt es jetzt nach, weiß ich wie viele Jahrzehnten der jetzt da ist, nicht mehr her, dass wir da vernünftig trainieren. Wir haben ein paar angeschlagene Leute die letzten Jahre gehabt. Johnny mit einem Kreuzbandriss, ich mit einem Kreuzbandriss. Andere haben auch etliche Wehwehchen und deswegen haben wir gesagt, wir gucken uns mal um nach einer anderen Möglichkeit und da haben wir irgendwie das hier auf die Reihe gekriegt und du siehst es ja, hast du doch gesagt, wir haben hier super Bedingungen mit einem geilen Flutlicht und einem geilen Kunstrasen, der uns das ermöglicht, dass wir, egal welche Temperaturen und welche Witterungen hier herrscht, dass wir hier vernünftig trainieren können. Also da auch im Namen des Vereins so rückwirkend gesehen, großes Lob hier an die Sportschule, dass wir das hier nutzen dürfen. Ich denke mal, wir werden das, solange die Witterung so bleibt und die Lichtverhältnisse so bleiben wie jetzt, wenigstens bis Ende März bestimmt so weiter nutzen. Und dann wird ja wohl im Laufe des Jahres unser eigener Kunstrasenplatz erneuert. Von daher gehe ich mal davon aus, dass wir dann nächstes Jahr als SV Zehdenick auch in Zehdenick trainieren können. Seit dem letzten Pflichtspiel auf dem Rasen waren wir ja nur noch in der Halle oder hier auf dem Kunstrasen aktiv. Ja, ist wie es ist, aber müssen wir mit umgehen. Sie haben ja eben erwähnt, dass Sie einen Kreuzbandriss hatten. Wie weit ist der Genesungsprozess? Ja, ich bin auf einem guten Weg, habe in den Vorbereitungsspielen gut mitgespielt und das letzte Wort hat jetzt der Trainer. Und dann. Was hat die Liga vom SVC denn nichts zu erwarten in den nächsten Spielen? Ja, schwierige Frage, weil jeder, der die Liga kennt, kennt doch die Tabelle und kann sich so ein bisschen ausmalen, wie wir die letzten Spiele bestritten haben. Wir brauchen jetzt keine Märchen erzählen, dass wir jetzt irgendwelche Stars verpflichtet haben, die uns jetzt aus dem Tabellenkeller schießen, sondern wir haben im Rahmen der Möglichkeiten uns so verstärkt, wie möglich ist. Und da versuchen wir und werden Gas geben, um das Mögliche zu machen, dass wir schaffen, da unten rauszukommen. Und dazu zählt in allererster Linie jetzt am Wochenende zu punkten.